sind wir noch zu retten? Um die Antwort darauf zu erfahren, bleib einfach dran. Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreny, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz. Und heute melde ich mich mal wieder aus der Natur. Es gibt ja in Österreich jetzt schon starke Restriktionen zwischen geimpft, ungeimpft. Und das ist ein Wahnsinnsaufbauschen schon, was sich da tut. Und ich möchte dieses Video einfach mal dazu nutzen, um über die Essenz zu sprechen. Und zwar das, was jeden von uns betrifft und was jedem von uns auch innewohnt. Und ich bin jetzt über ein Paradoxon gestolpert in den Medien. Eigentlich so letzte Woche. Und ich möchte da unbedingt mal drüber reden. Und zwar haben beide Lager ja schon immer verkündet, also die Pro-Peaks und Contra-Peaks haben beide Lager verkündet mit letzter Woche offiziell, man wird sterben, so oder so. Also du wirst mit Impfung sterben, du wirst ohne Impfung sterben. Und anhand dieses Beispiels möchte ich einfach einmal klar machen, wie absurd das außen schon geworden ist, wie sehr diese Spaltung, diese Trennung der Gesellschaft eigentlich schon stattgefunden hat. Und das Spannende bei der ganzen Geschichte ist ja, dass beide Lager beide Argumente rauskehren. Das heißt, es spielt gar keine Rolle mehr. Ist man jetzt dafür oder ist man dagegen? Die Argumente bleiben die sehr ähnlich. Und eben in diesem Paradoxon, dass man sagt, pro du bist tot und contra du bist tot, hat das einen neuen Gipfel erreicht, wo man, denke ich, die Absurdität dieser ganzen Diskussion einfach einmal herleiten kann. Morgen am Donnerstag, 20 Uhr, in deutscher Zeit, erzähle ich euch, warum ihr im September alle tot seid. Und hier haben wir dann die Wortmeldung, also das war dieser selbsternannte Dr. Sie, und hier dann die Wortmeldung der Virologin auch dazu, geimpft, genesen oder gestorben gibt. Oder wenn du dich impfen lässt, bist du auch tot. Also es ist einfach Irrsinn, was sich da abspielt, nämlich mit diesen nicht haltbaren Drohungen beider Seiten. Und wir sehen, wir haben also einen Level der Spaltung und der Diskrepanz erreicht, wo man dann sagen muss, jetzt ist es mal genug, und zwar auf beiden Seiten. Teilweise kommt mir das vor, wie wenn zwei Kinder im Kinderzimmer streiten und sagen, ich habe recht, wer hat recht? Und dann kommt einfach mal so eine Autorität rein, Vater, Mutter, und sagt, so, jetzt ist eine Ruhe, ihr vertragt euch wieder. Und das sollte dann langsam einmal in unsere Köpfe reinkommen. Aber dazu habe ich jetzt ein paar Gedanken, und zwar aus der energetischen Sicht. Wie gesagt, nicht Arzt, nicht Verschwörungstheoretiker, einfach aus der energetischen Sicht. Ich beschäftige mich ja mit der Grundenergie des Menschen, mit dem Wesen des Menschen und dem Wesentlichen für jeden Menschen. Und das ist auch Ziel meiner Arbeit, diese Energie wieder ins Laufen zu bringen. Das ist ja natürlich, darum mache ich diesen Job seit 20 Jahren. Und jetzt geht es einmal um ein Grundprinzip, nämlich das Prinzip der Dualität. Und wir müssen das mal verstehen. Jeder von uns muss das mal verstehen, dass sobald wir nach außen gehen, auch wenn wir mit dem größten Licht und der größten Weisheit nach außen gehen, werfen wir einen Schatten. Das ist das Prinzip der Dualität. Das heißt, es gibt nicht diese eine Wahrheit in der Dualität. Es gibt viele Wahrheiten, unendliche Wahrheiten. Und letzten Endes geht es darum, die Wahrheit für dich zu finden, die dir am meisten liegt, die deinem Wesen am meisten entspricht. Und das ist einfach so diese Essenz. Das heißt, du wirst nie einen Punkt finden, einen Konsens finden. Weder in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Diskurs, noch in einem religiösen Diskurs wird es diesen einen Punkt geben, wo man sagt, darauf einigen sich alle, sondern es gibt immer gewisse Themen, die sind dir wichtiger und manche sind dir dann nicht so nahe oder nicht so wichtig. Das heißt, die eine Wahrheit werden wir nicht finden. Und wir sehen es jetzt an dieser Diskussion. Und es heißt, ja, die Gesellschaft ist so gespalten. Und ich muss sagen, ich bin mit vielen Leuten zusammengekommen aus unterschiedlichsten Fraktionen, aus Pro- und Contra-Fraktionen. Und wenn man mit denen redet, einigt man sich auf einen gewissen Punkt. Und man kann sich auch einmal darauf einigen, dass wir uns nicht einig werden. Aber deswegen muss man ja nicht weiter streiten. Und das, denke ich, ist übersehen worden in diesem Ganzen, wer hat jetzt recht.
Denn wir streiten auf einem Niveau wie im Kinderzimmer herum und übersehen dabei, dass es immer zwei Pole im Außen gibt und es gibt immer oder mehrere Pole, nicht nur zwei, mehrere Pole gibt und manche entsprechen uns mehr und andere entsprechen uns weniger. Und darauf sollten wir uns einfach einigen können. Und dass es nicht das eine Ziel gibt, die eine Wahrheit gibt, die eine Meinung gibt, ist doch klar. Und jetzt den Versuch zu starten, dass wir sagen, jetzt anhand dieser einen Situation müssen wir alle einer Meinung sein, ist ein Kampf gegen Windmühlen. Das wird niemand schaffen. Das wird weder wer politisch schaffen, noch philosophisch schaffen. Wir werden dann nicht einen Punkt haben, weil wir in der Dualität sind. Also wir leben eigentlich in der Spaltung, in der Verzweiflung. Und das muss uns bewusst werden. Die Welt ist zum Verzweifeln, sage ich immer wieder in meinen Kursen und die Leute sagen dann um Gottes Willen. Aber im Wesen stimmt es, die Welt ist Verzweiflung, weil es immer zwei Pole gibt, weil es immer mehrere Wahrheiten gibt. Und ab dem Moment, wo ich mich hinstelle und sage, es gibt nur mehr diese eine Wahrheit, die habe ich selber, widerspreche ich einem Grundprinzip und ich werde immer gegen Wind ernten. Wir haben natürlich das Prinzip einer Demokratie, wo man sagt, okay, die Mehrheit bestimmt, ja, das Kollektiv bestimmt sozusagen, aber letzten Endes wird man nie alle unter einen Hut bringen und auch alles da gleich bügeln können, denn das widerspricht einfach dem Prinzip des Lebens. Und je mehr ich diesem Prinzip widerspreche, desto mehr wird der Widerstand kommen. Und das erleben wir jetzt in dieser ganzen Pandemie-Diskussion. Wir erleben das jetzt. Beide Lager drohen mit Schnitter Tod. Wo soll denn das noch hinführen? Das ist wahnsinnig ungesund. Und was ist jetzt der Ausweg? Was ist jetzt die Lösung für diese Problematik? Wie kommst du persönlich da raus? Und da zitiere ich noch einmal den Bockerer. Du kannst nur hier und hier frei sein. Im Außen bist du nie frei. Da gibt es immer jemanden, der bestimmt über dich irgendwelche Regeln, die dich beugen und wo du dich einreihen musst, mit denen du dich arrangieren musst. Aber hier und hier kannst du frei sein. Und ich lade dich dazu ein, beschäftig dich mehr mit dir selber. Komm zu dir, komm in deine Klarheit, komm zu der Antwort, die für dich stimmig ist. Nicht, weil dir das wer aufdrückt, weder die eine noch die andere Seite, sondern entscheide für dich heraus, aus dem Bauch, was ist für mich am stimmigsten. Und dazu müssen wir halt ruhig werden. Und es ist so laut geworden in unserer Zeit. Es ist wahnsinnig laut. Wir werden permanent beschallt von irgendwelchen Nachrichten und Horrormeldungen. Und deshalb ist es so, so wichtig, wieder klar zu dir zu kommen. Darum gehe ich auch raus, ja, gehe mal spazieren, so ganz ohne Handy und schwafle in der Linse und mache diese Videos auch, weil es einfach darum geht, mach dir bewusst, beide Seiten drohen jetzt schon mit dem Schlimmsten, was passieren kann. Könnte man auch diskutieren, aber okay. Also die Absurdität dieser Diskussion sollte anhand dieses Beispiels schon gegeben sein. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es gibt so viele unendliche Möglichkeiten. Und je länger du dagegen kämpfst, dass es mehr Möglichkeiten gibt, umso verzweifelter wirst du sein. Je mehr du versuchst, eine Richtung einzuschlagen, weil du sagst, das ist wichtig, dafür bekenne ich mich jetzt, da ergreife ich jetzt Partei, da ergreife ich jetzt Fahne dafür, umso mehr wirst du letzten Endes einen Schatten generieren und wirst scheitern. Weil wir alle an der Welt scheitern. Es gibt hier keinen Gewinner. Das Ende ist für alle festgeschrieben und das soll jetzt nicht irgendwie zynisch klingen, sondern wir werden geboren und wir sterben. Jeder von uns. Und der Punkt ist einfach nur, wie sehr oder mit was verwende ich meine Energie, auf was verwende ich denn dann meine Energien? Und wenn dieses Säbelrasseln im Außen einmal, wenn man das mal wegblendet und sagt, was ist für mich die richtige Entscheidung, was fühlt sich für mich gut an, dann kannst du aus dir heraus entscheiden und triffst Entscheidungen, hinter denen du auch mit allen Konsequenzen stehst. Sowohl pro als auch contra. Du stehst dafür mit all deinen Konsequenzen. Und das ist dann gut, weil es deine Entscheidung ist. Aber sobald du die Verantwortung abgibst und sagst, na, da haben die gesagt, ich soll das tun oder ich soll das lassen,
dann bist du nicht mehr bei dir und dann bist du auf einem sehr, sehr ungesunden Weg. Ja, das wäre es einmal, so dieses Erkennen, Einheit in dir, Klarheit in dir und Dualität, sobald du draußen bist. Das ist ein Wesen der Welt. Das lehren uns Mysterientraditionen schon andauernd. Wenn wir uns mal damit beschäftigen würden, mehr mit diesen alten Wahrheiten oder alten Betrachtungsmöglichkeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da. Teile das Video. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist in dieser Zeit, dass man das mal hört und dass man sich diese Absurdität noch einmal vor Augen führt. Diese Absurditäten der Argumentationen, die jetzt von links und rechts auf uns einprasseln. Und dass du dabei in diesem ganzen Gedöns und in dieser ganzen Lautstärke, in diesem Gedröhne, doch bei dir selber ankommst und zu dir selber findest. Schreib mir was in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Anschauung. Und es geht jetzt nicht darum, eine Diskussion loszubrechen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern einfach einmal das Wesen da so zu erkennen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Oliver Erni, medialer Energetiker, Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich hoffe, dich bald mal bei einer Sitzung oder bei einem Kurs begrüßen zu können. Alles Gute, bis nächstes Mal. Tschüss.